Geschätzte Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten, geschätzte Gemeindebehördenmitglieder, Behördenmitglieder der kantonalen Gremien, geschätzte Fachleute aus den kommunalen und kantonalen Verwaltungen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es freut mich sehr, dass ich Sie heute darf zum Klimadialog Digital 2020 begrüssen. Die Veranstaltung hätte ja ursprünglich physisch analog stattfinden sollen, also als richtiger Dialog, als richtiger Vernetzungsanlass. Aber Corona hat die Pläne durcheinandergebracht, so wie die Pandemie ja einiges in unserem Leben durcheinanderbringt. Ja, wir wissen es alle, Corona ist im Moment das zentrale Thema. Es beschäftigt uns alle, es ist eine sehr grosse Herausforderung für uns alle. Nicht gut oder sogar fatal oder sogar gefährlich wäre es aber, wenn das Thema Corona andere sehr dringende Themen würde verdrängen. Und wahrscheinlich das allerdringendste Thema ist das Thema vom Klimawandel. Und darum freut es mich wirklich sehr, dass es heute möglich ist, über das Thema zu reden. Weil der Kampf gegen den Klimawandel, der Kampf für Klimaschutz, der ist tatsächlich sehr, sehr dringlich. Er verträgt keinen weiteren Aufschub. Im Kampf gegen den Klimawandel ist es bereits 11:05. Der Kampf gegen den Klimawandel, der Klimaschutz, er braucht uns alle und wir können auch alle etwas beitragen. Bund und Kantone sind gefordert. Eine Schlüsselrolle kommt aber eben auch den Gemeinden zu. Weil da im Lokalen wird Klimaschutz konkret und auch fassbar. Darum ist die Idee von dem Klimadialog entstanden, wo Kantons- und Gemeindevertreterinnen und Vertreter zusammen Handlungsmöglichkeiten für die Gemeinden können entwickeln, können diskutieren und sich dabei von den Fachleuten können inspirieren lassen. Wir, das sind die Baudirektion, der Gemeindepräsidienverband und die Direktion der Justiz und vom Inneren. Wir freuen uns sehr, dass wir heute mit Ihnen den Klimadialog starten können. Ich wünsche Ihnen, uns jetzt einen kurzweiligen und hoffentlich auch nachhaltig wirksamen Nachmittag. Ich gebe gerne das Wort zurück an unseren Moderator, an Michael Emenegger, der zusammen mit seinem Team den Dialog vorbereitet hat. Ganz herzlichen Dank, Frau Regierungsrätin Fehr, und herzlichen Dank auch für die Begrüßung, meine sehr verehrten Damen und Herren daheim oder im Büro an den Bildschirmen. Auch ich begrüße Sie das Jahr nur digital, aber nicht minder herzlich zum Klimadialog. Wir befinden uns hier im Palais Xtra am Limaplatz in Zürich und stellen uns vor, der Saal wäre voll. Über 240 Personen haben sich für den Klimadialog und seine 11 Workshops angemeldet. Da wäre eine enorme Menge an Wissen zusammengekommen. Und das Wissen, das braucht es, wenn es gelingen soll, den Klimawandel aufzuhalten. Dass das nötig ist, müssen wir Ihnen, verehrtes Publikum, nicht erklären. Aber wir müssen klären, wie das möglich wird und was jeder und jede Einzelne dazu beitragen kann. Frau Fehr hat es gesagt, heute liegt der Schwerpunkt auf den Arbeitsfeldern vom Kanton und der Gemeinde. Also was macht der Kanton, was leistet die Gemeinde, wo wird wer aktiv und was braucht es in der Zusammenarbeit? Um Wirkungen für den Klimaschutz und Anpassungen am Klimawandel zu erreichen, Sie haben es gehört, es muss rasch gehen. Wir haben den Klimadialog 2020 in drei Teile gegliedert. Bis am 2:45 diskutieren wir hier Herausforderungen und lassen uns den Klimawandel noch mal erklären und schauen genauer hin, wo der Kanton und Gemeinden schon handeln. Vom 3 bis am 4 erfahren Sie in dem Workshop, wo Sie sich angemeldet haben, was bereits möglich ist. Für Ihren Workshop haben Sie einen Webex-Link bekommen. Ab kurz vor 3 können Sie sich dann in diesen Workshop einwählen. Nach dem Workshop und einer kurzen Pause am 3:45 begrüßen wir Sie hier zum zweiten Livestream zu der Schlussrunde. Bei der werden wir ausgesuchte Erkenntnisse aus den Workshops präsentieren und auch den nächsten Schritt diskutieren. Fangen wir aber an und versuchen, ein paar Herausforderungen beim Namen zu nennen. Ich begrüße gerne meine Gäste hier im Podium im Palais Xtra.
Regierungsrätin Jacqueline Fehr, Direktorin von der Justiz und vom Inneren, hat sie bereits begrüßt. Der Regierungsrat Dr. Martin Neukomm, der Baudirektor, ist heute anwesend. Und vom Gemeindepräsidentenverband der Kantonsrat Jörg Kündig. Er ist auch Gemeindepräsident von Gossau. Herzlich willkommen. Heute bei uns als wissenschaftliche Kompetenz ist der Dr. Reto Knutti vom Institut for Atmospheric and Climate Science. Er ist Professor für Klimaphysik an der ETH Zürich und ist einer der Leitautoren vom 4. und 5. Sachstandsbericht vom IPCC gewesen. Er entwickelt unter anderem Computermodelle, die den Klimawandel simulieren. Aber genauso wichtig wie die Daten ist ihm die Vermittlung der Daten. Und es freut uns sehr und schön, dass Sie heute hier bei uns sind und uns werden, den Klimawandel erklären. Fangen wir aber zuerst mal mit einem Gespräch an. Und die erste Frage an Frau Fehr, an die Regierungsrätin Fehr. Sie haben es schon gesagt, der Klimadialog digital ist ein Gemeinschaftsanlass von der Baudirektion, von Ihrer Direktion, vom Justiz und vom Inneren und vom Verband von der Zürcher Gemeindepräsidien. Da nimmt es doch Wunder, wie kommt es zu dieser Kooperation? Was verbindet Ihre beiden Departemente mit dem Thema Klimaschutz und dem Gemeindepräsidienverband? Und vielleicht dann auch eine Erkündung, wie ist zu dieser Zusammenarbeit gekommen? Ist die eingespielt oder ist das hier in Premiere? Ja, also Klimawandel ist ein globales Phänomen und das ist klar, das gibt auch ganz einen hohen Bedarf, das global anzugehen mit Resolutionen, mit Klimaabkommen etc. Aber richtig konkret oder richtig umsetzen, tut man es am Schluss im konkreten Handeln. Und da kommen eben Gemeinden ganz stark ins Spiel. Und als Direktion, als zuständige Direktion für Gemeinden, und zusammen mit der Baudirektion als für den Klimafachwandel zuständige Fachdirektion war es unser Anliegen gewesen, dass wir das miteinander angehen können und dass wir dann dabei auch noch den Gemeindepräsidienverband gewonnen haben und damit eben auch die Verbindung ganz konkret zu den Gemeinden können herstellen können, ist natürlich wunderbar, weil ich bin wirklich überzeugt, global denken, lokal handeln, wissen wir, kennen wir schon lange als Motto, aber das ist auch tatsächlich der Schlüssel für den Erfolg und das ist auch tatsächlich notwendig. Auch darum, weil es ganz viel gibt, wo Gemeinden eben beitragen können und Menschen in den Gemeinden auch beitragen können. Da werden wir heute noch einiges dazu hören. Herr Kündig, wie ist denn das für Sie als Präsident vom Gemeindepräsidienverband vom Kanton Zürich? Ist die Zusammenarbeit eingespielt? Ist das etwas Neues oder für Sie schon Alltag? Die Zusammenarbeit ist natürlich grundsätzlich eine Wunschvorstellung, die man immer hat. Aber ich glaube, in diesem Thema ist auch die Erkenntnisbasis, dass es eben eine Querschnittsaufgabe ist. Eine Querschnittsaufgabe nicht nur auf der horizontalen Ebene, sondern es ist auch eine Querschnittsaufgabe über die verschiedenen Staatsebenen und sogar Länder hinweg. Und das wollen wir da auch zeigen. Darum ist es wichtig, dass es auch als Dialog zu verstehen ist. Und die Direktionen, die da beteiligt sind, die Baudirektion und die für uns zuständige Direktion, das sind die Direktionen, wo wir sehr viel Kontakt, sehr viel zu tun haben, gerade im Bereich, wenn es um die Umwelt und um Verfahrensfragen geht. Aber es ist etwas, was auch für uns ein Novum ist, dass man einen Dialog auf die Art und Weise führen kann. Ich finde das wertvoll und es soll auch dann quasi wegweisend sein für weitere Themen, die auf uns zukommen. Okay, da ist also ein Anfang gesetzt für eine gute Zusammenarbeit für die Zukunft. Das wird es brauchen. Aber Herr Neukomm, wenn Sie eine Rangliste nehmen, Ihre Rangliste von den 10 wichtigsten Herausforderungen vom Kanton Zürich, welchen Rang nimmt der Klimawandel auf dieser Rangliste ein? Auf meiner persönlichen Rangliste? Sie dürfen auch die von der Baudirektion nehmen. Ja, für mich ist der Klimawandel an erster Stelle, einfach was die Herausforderung angeht, respektive die Transformation anzustossen, die es braucht, um das Problem des Klimawandels zu lösen. An zweiter Stelle kommt dann sicher Biodiversität und man hat noch ein paar andere Probleme natürlich. Aber Klimawandel ist vor allem auch am dringendsten. Also wir wissen, dass es den Klimawandel gibt seit ungefähr 1980. Seit dort ist es quasi, hat man ein Modell, man sieht, was man hier gerechnet hat, das stimmt bis heute. Also man hat Annahmen getroffen, wie die Temperatur wird zunehmen und das ist, wie die CO2-Konzentration wird zunehmen, wie die Temperatur wird zunehmen, hat man dann berechnet und das stimmt bis heute. Also man hat es eigentlich hier schon gewusst, in den 90er Jahren hat man gewusst, dass es ein dringendes Problem ist, aber dort war wie nicht der richtige Zeitgeist gewesen, um das Problem anzupacken. Und darum ist das wie lang liegen geblieben und weil es jetzt so lange liegen geblieben ist, pressiert es jetzt umso mehr. Und Sie haben jetzt gesagt, das war Ihre persönliche Rangliste, es ist das dringendste Problem.
Würden Sie sagen, das ist auch die Rangliste vom Regierungsrat? Und hat der Kanton in 2-3 Worten zusammengefasst einen Plan, wie er mit dem dringenden Problem umgehen will? Ich weiss, Sie kommen später noch genauer darauf ein, aber dass wir das am Anfang hier schon mal ein bisschen deponiert haben. Gut, den Regierungsrat muss man natürlich noch ein bisschen breiter anschauen. Es ist ganz klar, was im Regierungsrat im Moment die oberste Priorität hat, und das ist die Krisenbewältigung von der Corona-Krise. Das ist logisch, das ist akut, das müssen wir angehen. Wir müssen nur, wie es Jacqueline Fehr vorher gesagt hat, darauf aufpassen, dass wir deswegen nicht andere drängende Probleme vernachlässigen. Jetzt aber zu der zweiten Frage. Hat der Kanton einen Plan? Ja, wir sind daran am Arbeiten. Wir sind an einer langfristigen Klimastrategie, und wenn alles gut kommt, wird das die Regierung im Frühling vom nächsten Jahr verabschieden, um genau so einen Überbau machen, einen Überbau zeigen. Zuerst eine Art strategisch, wo wollen wir her, was haben wir für Ziel, was gibt es für Möglichkeiten, und dann einen Massnahmenkatalog, was gibt es für Massnahmen auf den unterschiedlichsten Ebenen, um dazu beitragen. Okay, da werden wir vielleicht Ansätze hören heute. Umso wichtiger ist der Dialog, dass der stattfindet, damit man auf dieser Strategie aufspringen und mitgehen kann. Herr Kündig, wie ist das auf der Gemeindeebene? Sie haben den Puls wirklich an den Ort, auch bei den Gemeindepräsidien. Wie hoch oben auf der Agenda ist das Thema Klimawandel, Klimaschutz, Anpassung an Klimawandel bei den Gemeinden selber? Ich würde es mal so formulieren, das Thema ist sehr wohl angekommen bei den Gemeinden, aber es ist auf eine pragmatische Art und Weise angekommen, bei sehr pragmatischen Lösungen für anstehende Probleme. Und es ist in den wenigsten Fällen unter dem Titel Klima unterwegs, sondern es geht um Natur, es geht um Nachhaltigkeit, es geht um Energieeffizienz, es geht um alternative Energien, es ist eine Abfallthematik und so weiter. Also es gibt verschiedene Bereiche, wo Gemeinden sehr aktiv und sehr pragmatisch helfen, die übergeordneten Ziele zu erreichen oder zu verfolgen. Und da, ich habe mir im Vorfeld ein paar Beispiele rausgesucht, und es gibt wirklich eine mehrseitige Liste, wenn ich diese Liste ablese, was alles gemacht wird. Wenn Sie denken, von diesen 162 Gemeinden im Kanton Zürich sind 50 sind Energiestädte, haben das Label zum Teil das Maximum bis zu 84% erfüllt. Wir haben die 2000 Watt Gesellschaft, die die Stadt Zürich als Ziel hat. Wir haben Nachhaltigkeitsstrategien. Wir haben sogar Koordinationsstellen für Nachhaltigkeit in den einzelnen Gemeinden. Also wir haben ganz viel, aber man muss einfach sagen, es ist selten unter dem Label Energie, Klima unterwegs, sondern es ist meistens einfach sehr pragmatisch unterwegs. Und das ist etwas, wo jetzt auch so ein Dialog soll helfen, miteinander zu verknüpfen und vielleicht auch die Etikettensituation zu klären und zu bereinigen. Aber ich meinte, und das so im Abschluss, Gemeinden sind sehr wohl, sehr gut unterwegs in dem Thema. Es ist ihnen bewusst. Aber, wie gesagt, einfach nicht theoretisch, sondern dort, wo man es wirklich auch anfassen kann. Wenn man das inhaltlich fassen kann, Sie haben das aufgezählt, Gemeinden wissen, wo das die Bereiche sind, wo man arbeiten muss. Was denken Sie, ist denn im Moment die grösste Herausforderung, die Gemeinden davor stehen? Wenn man es so ein bisschen anschaut, dann ist ja immer die Frage, wer kann steuern und wer kann die Sachen entwickeln. Und eins der grossen Themen für Gemeinden grundsätzlich ist natürlich der Spielraum, den sie suchen, den sie sollten haben, um können auch kreative Lösungen entwickeln. Und das ist ja so ein bisschen die grosse Fragestellung. Wo kann man, ohne dass man eingebunden ist in übergeordnete Interessen, dann plötzlich ein Konzept oder ein Modell entwickeln? Ich glaube, das ist das, was uns am meisten umtreibt. Weil Ideen haben wir viel. Und sind auch bereit, die anzugehen, die umzusetzen. Aber es ist nicht immer ganz einfach, sich in den bestehenden Vorgaben, in der bestehenden auch Rechtslage zu bewegen und die kreativen Lösungen anzugehen. Okay, vielleicht bildet ihr hier die Strategie eine Basis, wo genau eine weitere Zusammenarbeit einfacher wird. Frau Fehr und Herr Neukomm, um ein bisschen bildlich zu reden, was sind jetzt für den Kanton die grössten Eisberge, wo im Moment vom Grönlandeis abbrechen und auf den Kanton Zürich zuschwimmen, wo sie damit umgehen müssen? Was ist zu leisten? Was muss anders werden? Wo muss man einen Pflöck einschlagen? Ich werde nachher in meiner Präsentation noch darauf eingehen. Ein wichtiger Teil ist natürlich der Heizungsersatz. Also wir haben 120'000 Öl- und Gasheizungen im Kanton, die noch im Betrieb sind, jeden Winter. Und das Ziel von Klima, von dieser Transformation und das Ziel von Klimaschutz ist, um die alle zu ersetzen. Und wenn wir die alle ersetzen mit Wärmepumpen, dann brauchen wir Strom. Das heisst, wir brauchen dann entsprechend einen Zubau an Strom, was zum Beispiel Solarenergie sein kann. Also da gibt es wirklich einen Haufen. Das ist aus meiner Sicht sind so mal die grössten Brücken, die wir im Kanton direkt selber lösen können. Natürlich dann nachher auch noch in der Mobilität. Nur in der Mobilität ist es dann wieder ein bisschen komplizierter, weil dort spielt der Bund auch noch sehr eine wichtige Rolle. Okay, aber bei den Gebäuden und Gebäudewärme haben Sie einen direkten Einfluss? Genau. Okay.
Also, und Gebäudewärme ist natürlich auch besonders gerade in den Gemeinden relevant, weil es gibt ganz viele Nah- und Fernwärmeverbünde, wo die Gemeinden schon wahnsinnig viel investiert haben drin. Also das sagt, dass die ganzen Fernwärmeverbünde von der KVAs oder zum Beispiel Wärmepumpen, wo die Wärme zum See ausnehmen und dann quasi verteilen. Da gibt es einen Haufen interessante Projekte in den Gemeinden, die heute schon realisiert sind. Gut, da kann man aufbauen. Frau Fehr, Direktion von der Justiz und vom Inneren, was kommt auf Sie zu? Wo sind aus Ihrer Sicht die grössten Herausforderungen? Ich glaube schon, das, was der Herr Kündig schon angesprochen hat, in Verbindung mit dem, was der Herr Neukomm gerade eben gesagt hat, die vielen Einzelbemühungen so auch miteinander in Verbindung bringen, dass sie alle in den Klimaschutz einzahlen, dass wir tatsächlich auch spürbar weiterkommen und aus dem aus der Motivation auch für ambitioniertere Projekte schöpfen. Manchmal verschwimmt man ja ein bisschen in der Resignation. Nützt es denn überhaupt etwas? Und ich glaube, wenn man wirklich das miteinander verbindet, voneinander weiss, ist das auch ein grosser Ansporn und eine Motivation, mehr zu machen. Das ist ein wichtiger Teil. Ein weiterer wichtiger Teil ist tatsächlich auch die Verbindung über die Politik, über die Behörden aus, mit den Unternehmungen etc. zu machen, das alles einzahlt und am Schluss Menschen zu gewinnen. Menschen zu gewinnen, in ihren ganz privaten Entscheiden, was für eine Heizung bestellen sie, bauen sie, wie bewegen sie sich, wie sorgen sie selber mit ihrer Ernährung vor, was tragen sie selber bei. Das miteinander in Verbindung zu bringen, weil damit Wirkung sichtbar wird. Und wenn Wirkung und Effekt sichtbar werden, dann steigt auch die Motivation, weil man dann anfängt zu glauben, dass man es wirklich in den Griff bekommt. Und wenn man anfängt daran zu glauben, dass man den Turn noch schafft, dann nachher kommt der entsprechende Kick. Die Resignation, nicht mehr wollen wahrhaben, verdrängen, das ist das grösste Risiko. Und miteinander Wirkung erzielen und sich daraus motivieren, ist die grösste Chance. Und da ist eben ein Dialog und ist eben das Miteinander in Bewegung kommen, ganz entscheidend. Merci. Herr Kündig. Ja, ich würde auch noch mal betonen, oder? Ich glaube, man muss in der ganzen Diskussion auch akzeptieren, dass kleine Schritte eben auch Schritte sind, oder? Und die sehr pragmatischen Schritte, die wir haben in diesen Gemeinden, Wärmeverbünde und so weiter, das sind wichtige Bestandteile von einem Gesamtkonzept. Und wie es Frau Regierungsrätin gesagt hat, man muss das zusammenfügen zum Ganzen. Und das kann ja nur irgendwo in einem Miteinander, eben in einem Dialog stattfinden, wie wir ihn heute haben. Okay, Herr Knutti, Sie sind sozusagen unser globales Gewissen. Wenn Sie jetzt das hören, und ich frage Sie direkt, der Aktivismus, lohnt sich da überhaupt noch? Und wenn ja, was sagt die Wissenschaft? Wenn Sie jetzt hören, was der Kanton da vorhat, dass man noch mal Überzeugungen gewinnen muss, noch mal Projekte lancieren, Massnahmen starten, was sind die drei wichtigsten Handlungen, die ein Staatswesen muss ergreifen oder schon müsste ergriffen haben, wenn Sie es jetzt als Wissenschaftler mal hier auf den Punkt bringen? Ja gut, ich komme vielleicht nachher noch im Detail darauf zurück. Wenn man es ganz konkret nimmt, dann ist es klar, es sind Gebäude, es ist der Verkehr, es ist die Industrie, es ist der Flugverkehr insbesondere und dann sind wir noch bei Landwirtschaft oder Ernährung. Also wenn man es konkret auf Sektoren runterbricht, dann sind wir dort, aber wir kommen noch auf das. Ein bisschen breiter denkt, sind natürlich politische Rahmenbedingungen, weil es ist, der mit der Eigenverantwortung funktioniert einfach nur beschränkt. Das haben wir jetzt auch gesehen in den letzten Monaten. Schlussendlich braucht es relativ klare Regeln, wenn sich eine Bevölkerung daran halten soll. Wir brauchen bei den Steuern, kann man auch nicht sagen, soll mal jeder ein bisschen Steuern zahlen, wie er findet, dass es gut ist. Und also, es braucht Rahmenbedingungen. Es muss nicht alles vorgeschrieben sein, aber der Staat oder der Kanton muss lenken. Und zu der Frage, lohnt sich's? Natürlich, es lohnt sich immer. Es ist zwar vielleicht eigentlich 5 ab 12, wir haben gescheiter vor 20 Jahren angefangen, aber jedes Zehntelgrad, das wir vermeiden können, ist ein Zehntelgrad und das reduziert die Risiken. Ob wir am Schluss bei 1,5 oder 1,6 oder 1,7 Grad sind, das wissen wir nicht genau, aber jede Tonne, die wir vermeiden können, hat uns etwas genützt am Schluss. Okay. Es lohnt sich. Jedes Zehntelgrad spielt eine Rolle. Das ist wichtig. Der Herr Knutti hat es angesprochen. Ein Thema, wie machen wir es denn? Also, wie findet man die Balance zwischen den neuen Regelungen, zwischen den neuen Gesetzen, und der Möglichkeit, das selber zu entscheiden in der Eigenverantwortung? Ist denn eigentlich der Weg dorthin, wenn ich den Herrn Neukomm, Frau Fehr und den Herrn Kündig anschaue, ist denn der Weg, wo man gemeinsam gehen, ist das schon klar? Oder braucht es da zuerst noch Diskussionen zum richtigen Weg? Oder ich möchte es noch ein bisschen ausführen. Braucht es mehr Vorschriften durch den Staat? Oder
wie es braucht lange freiwillige Verhaltensänderung. Und haben wir noch Zeit, um die Debatten über den richtigen Weg zu führen? Das nimmt mich wunder. Es ist ja eine starke Aktion auch im Gang. Es gibt unserem politischen System auch Forderungen, einen Systemwechsel zu machen, wenn es nicht schnell gut genug geht. Haben wir da noch Zeit, an dem System miteinander zu diskutieren, den Weg zu entwickeln? Oder wie gehen Sie mit dieser Herausforderung um, dass da Zeit drängt und Zehntelgrad uns im Nacken liegen? Es darf nie ein Entweder-Oder sein. Also komplexe Probleme löst man nur mit Mehrsäulenansätzen. Und ein Ansatz ist immer staatliche Vorgaben, ist immer entsprechende Anreize, sind immer auch Vorschriften, die Standards setzen. Ich denke an all die Sachen im Umweltbereich, Katalysator zum Beispiel. Das ist ganz entscheidend, weil dann lohnt sich auch Innovation in die richtige Richtung. Es ist gerade gegenüber denen, dort, wo viel Geld fließt, ganz entscheidend, dass die Anreize und auch die Vorgaben richtig gesetzt werden, dass es eben nur noch da durch kann gehen und nicht mehr auf die andere Seite kann gehen. Ohne dass man die Menschen aber gewöhnt dabei, geht es nicht. Also man muss immer auch in der Kombination Menschen können mitnehmen und gewinnen. Weil es gibt ganz viele Entscheide mit allen staatlichen Vorgaben, die in dem innen gleich beim Individuum bleiben. Und dort ist es entscheidend, dass man das nicht auseinanderdividiert, nicht im Gegensatz sieht, sondern dass die Vorschriften helfen, das Verhalten entsprechend zu unterstützen und denen auch einen Vorteil ermöglichen, wo sich entsprechend verhalten. Ich glaube, die Diskussion ist sehr entscheidend. Weil es eben letztlich auch eine soziale Frage ist, Klimawandel darf nicht zu zusätzlichen sozialen Spannungen führen. Klimawandel darf nicht ein Privilegienprojekt sein. Ich habe nie verstanden, warum Biogemüse teurer ist als Nicht-Biogemüse. Das finde ich komplett falsch, weil Biogemüse schont ja den Planet und ist ja günstiger in der Gesamtrechnung, warum das verteuert wird und damit quasi das Label überkommt, nur wer sich es leisten kann, kann ökologisch sein, ist im Ansatz total falsch. Und ich glaube, dort müssen wir auch die Kombination mit den sozialen Fragen auch ganz neu denken und auch dort mutige Entscheidungen fällen. Merci. Herr Kündig, ist unser politisches System, Sie sind Kantonsrat, dynamisch genug, flexibel genug, um mit diesen drängenden Fragen umzugehen? Also ich möchte, bevor ich die Frage direkt beantworte, würde ich auch sagen, es gibt auch Rahmenbedingungen, die sich immer wieder ändern. Das muss man nicht zur Kenntnis nehmen. Oder wenn ich jetzt den Wohnungsverbrauch anschaue, den Raumverbrauch, den wir jetzt haben, Corona führt dazu, dass man wieder mehr Raum will und so weiter. Es gibt immer solche Entwicklungen. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man sich mal hinter ein gemeinsames Ziel kann scharen, alle miteinander. Und wenn es aber dann in der Verfassung steht, dann ist das ein sehr ein einfacher Weg. Das ist einmal das Ziel, das man formuliert. Der pragmatische dann Schlusseffekt überzukommen, das ist eine grosse Aufgabe. Unser System ist dann dynamisch, wenn sich alle hinter dem gleichen Ziel finden und auch die gleiche Richtung schaffen und denken. Aber im Rahmen von der Demokratie, Konkordanz, ist das halt relativ schwierig. Und ich glaube, es wäre fatal, wenn man jetzt aufgrund von der Dringlichkeit des Themas, wo er anerkannt ist, auch zu abrupten Richtungswechsel führen würde, wo man plötzlich in die eine oder die andere Richtung dann quasi massive Eingriffe vornimmt. Ich glaube, das wäre ein falscher Ansatz. Es muss sich entwickeln, aber dynamisch im Staatsverständnis heisst eben nicht von heute auf morgen, sondern dynamisch heisst dann bereits über 2, 3, 4 Jahre. Und da haben wir schon noch einiges zu tun, insbesondere auf der gesetzgeberischen und auch auf der planerischen Ebene gibt es da noch viele Sachen, die verbesserungsfähig wären. Ich finde aber den Punkt grundsätzlich schon richtig, oder? Weil die Frage, ja, sind wir dann genug schnell in der Demokratie, ist natürlich eine kritische Frage. Und wir können schon sagen, ja nein, wir sind nicht genug schnell, als bisher. Was haben wir aktuell? 0,8 Grad oder 1 Grad weltweit im Schnitt, weiß jetzt nicht genau, wo wir schon Klimawandel haben. Wir sind schon mitten drin und das hat man bisher nicht können verhindern, also mit unserem demokratischen System. Also dort haben wir tatsächlich, wir sind zu langsam. Das heisst aber wegen dem nicht, dass wir nicht mehr auf den politischen Weg gehen, weil für mich ist der politische Weg der richtige. Also Politik, die einerseits in die Richtung schafft, Gesellschaft, aber auch die Wirtschaft, das sind ein Haufen, die da zusammen schafft. Und für mich ist darum einfach das Ziel, was können wir mit diesen Strukturen dazu beitragen, dass es so schnell wie möglich in die richtige Richtung geht. Und was jetzt quasi genau nötig wäre, theoretisch, um weiss ich, etwas erreichen, das interessiert mich wie nicht so, weil ich finde, am Schluss es muss auf den Boden kommen und wir können etwas real umsetzen, weil sonst nützen die ganzen hochtrabenden Diskussionen nützen sonst ja eigentlich nichts. Gut, also wir schaffen es nur, wenn ich das richtig verstehe, mit unseren demokratischen Errungenschaften
die eingeübt sind und eingespielt, und die müssen hier stabil genug bleiben. Aber sie sind natürlich manchmal schon ein bisschen hinten drin, oder? Wir leben das ja bei der Digitalisierungsthematik, oder? Also das heisst, wir sind da immer ein bisschen hinten drin, weil die Privatperson ist schon ein bisschen weiter, oder? Also ich glaube, man muss da auch die Leute nicht unterschätzen, oder? Sie denken mit in dieser Art und Weise, wie es eigentlich ein erfolgsversprechender Ansatz ist. Okay, gut. Herr Knutti, jetzt ist es tatsächlich so, weniger wäre wichtig. Weniger CO2 wäre zentral. Und weniger ist aber auch tatsächlich weniger. Und null heisst null. Und das ist einschneidend. Jetzt kann man ja dem Kanton Zürich nicht gerade die ganze Welt retten, aber einen grossen Schritt machen. Wie sehen Sie das? Wie sieht es global aus? Gibt es Anstrengungen von den grossen Emittenten, in die gleiche Richtung zu ziehen? Auf demokratischen Grundlagen Wege einzuschlagen, wo die 0,1 und 0,1 Grad retten. Können Sie uns da kurz einen Überblick geben? Also jedes Land ist natürlich prinzipiell klein, oder jede Stadt und jedes Dorf ist klein, aber das Argument hinkt ein bisschen. Ich nehme wieder die Steuern, das ist wie wenn ich sage, ich muss doch nicht Steuern zahlen, weil meine Steuern sind ja so klein im Vergleich zum Gesamten, oder? Ja doch, schon, oder? Jeder muss seine Beiträge leisten. Tatsache ist, dass die EU auf ein 2050 Netto-Null-Ziel geht, die USA im Januar wahrscheinlich auch gerade, China hat 2060, England hat 2050, also wir sind gleich mal an einem Ort, wo der grösste Teil der Weltemissionen unter einem Netto-Null-Ziel bis ungefähr 2050 sind. Und damit ist natürlich die Schweiz reiht sich dort ein, und es ist wichtig, dass sie eine Vorbildwirkung hat. Warum? Weil die mehr wissen, die mehr Geld haben, die stabile Strukturen haben, mehr Technologien haben, die sollen schlussendlich auch mehr beitragen. Das ist das UNO-Prinzip, gemeinsame, aber differenzierte Verantwortung. Differenziert eben im Sinne der, der mehr kann, der soll auch mehr beitragen. Und die Schweiz hat natürlich in dem Sinne einen Hebel. Sie hat auch einen Hebel, dass sie international vernetzt ist, starke Finanzwirtschaft, die weit über die Landesgrenze rausgeht. Okay, herzlichen Dank. Wenn ich Sie dort fragen, als Wissenschaftler, wir haben jetzt gehört, es geht viel auch um politische Entscheid, politische Prozesse, aber auch ums persönliche Verhalten. Und wenn wir weniger CO2 dürfen verbrauchen, dann ist das einschneidend. Wer ist denn eigentlich zuständig dafür, dass die Leute ihr Verhalten ändern? Wer hat das zuoberst auf der Agenda? Gehört die Forderung zum Beispiel in Ihr Repertoire von der Wissenschaft oder delegieren Sie das an die Politik? Ich glaube, es wäre definitiv nicht die Aufgabe von der Wissenschaft und schon gar nicht von der Physik zu sagen, was die Leute müssen machen in ihrem Verhalten. Was wir machen, ist, wir stellen Informationen zur Verfügung und Szenarien und sagen, was wäre, wenn wir das machen und was braucht es, um das Ziel zu erreichen. Aber die Politik hat sich ja als Ziel gesetzt. Das Pariser Klimaziel, Netto Null, ist jetzt vom Bundesrat vorgegeben. Und das Einzige, was wir können, ist sagen, schau, das braucht es und das funktioniert nicht, um dort herzukommen. Wie, dass man jetzt den gesellschaftlichen Transformationsprozess schafft, das ist eine schwierige Frage. Bis jetzt ist es nicht gelungen, aber vielleicht kann ich noch etwas sagen. Darf ich da einhaken? Weil mich stört ein bisschen der Fokus zu fest aufs Individuum, weil für mich, wir haben ein grosses kollektives Problem und es ist die völlige Überforderung, wenn man jetzt sagt, du bist verantwortlich, sie sind verantwortlich, um das grosse globale Klima irgendwie in stabil zu behalten. Das ist doch eine völlige Überforderung. Und ich glaube darum, es ist nicht die Aufgabe der Politik, wahrscheinlich auch nicht die Aufgabe der Wissenschaft, aber da möchte ich mich jetzt nicht äußern, es ist nicht die Aufgabe der Politik, um den Leuten zu sagen, macht das und macht das nicht. Also jetzt zum Beispiel zu meiner Frage zurückkommen von den Heizungen. Also wir lösen das Problem nicht, indem wir sagen, tönt einfach ein bisschen weniger heizen. Tönt einfach ein bisschen weniger heizen im Winter und dann ist das gut. Sondern wir müssen die alten Ölheizungen rausnehmen und Wärmepumpen und Holzheizungen und Fernwärmenetze aufbauen und das dort rein und das reinbringen. Das ist die Lösung. So kommen wir auf Null. Das Gleiche auch bei der Mobilität. Dort braucht es, wird noch automobile Mobilität geben. Dort müssen wir auf Null kommen, indem wir halt Antriebsarten und Technologien verwenden, die kein CO2 ausstoßen. Nicht sagen, ja, fahren einfach ein bisschen weniger Auto. Okay. Also zum Beispiel Holland, noch geschwind als Beispiel. Holland ist ja bekannt als Velostadt. Als Veloland. Und gleich ein bisschen mit in Dänemark mit Kopenhagen. Und die haben dort vor vielen Jahren gesagt, wir wollen Velostadt oder wir wollen Veloland werden und wir bauen entsprechend Infrastruktur für Velos. Und wo dann die Infrastruktur da war, haben die Leute angefangen, die Infrastruktur zu nutzen. Gut. Also wir haben nicht den Leuten gesagt, sind gute Menschen, achtet aufs Klima, achtet auf zum wenig Energie verbrauchen, nehmen das Velo. Sondern man hat Velo-Infrastruktur gebaut, und dass es sicher ist und angenehm zum Velo nehmen.
Okay. Das ist, aus meiner Sicht ist das der richtige Weg. Nicht den Leuten sagen, mit dem Zeigefinger, das soll jetzt machen oder das soll jetzt nicht machen. Sondern die Politik muss den richtigen Rahmen schaffen. Der Rahmen reicht. Herr Kündig, Frau Fehr. Ja, ich finde natürlich, oder? Jetzt sind wir bei einer zentralen Frage, oder? Also, wie macht der Staat das? Also, wie erreicht er das? Wenn der Herr Baudirektor sagt, man muss alles heiztechnisch ändern, oder? Dann gibt es den Weg über Anreizschaffen, es gibt den Weg, dass der Staat das finanziert und so weiter. Es gibt verschiedene Ansätze. Und ich glaube, mit dem müssen wir uns beschäftigen, oder? Also, wie erreichen wir das? Und persönlich bin ich der Meinung, dass Motivation eben schon eine zentrale Rolle spielt, oder? Also, das Individuum muss erkennen, dass das ein guter Weg ist. Und dann muss der Staat da mit seinen Massnahmen helfen, dass der Weg auch möglich ist. Aber einfach quasi anordnen, das ist ein bisschen kurzdenken. Ich bin jetzt falsch verstanden worden. Ich will nicht sagen, persönliche Motivation ist nicht wichtig. Ich sage nur, rein so das Appellative alleine, das langt einfach nicht. Also ich glaube, da sind wir uns schon einig, oder? Also wir müssen auch schauen, was ist das jetzt, Anreiz, Verbot und Kombination von allem. Das sind dann Details, die man ausdiskutieren muss. Frau Fehr, wie sehen Sie es? Kombination ist jetzt gerade ein Stichwort. Ich glaube, es ist eine Kombination und es ist ein Suchprozess. Es gibt keinen Zauberstab. Wenn man es wüsste, hätte man es schon lange gemacht. Wenn man es wüsste, wenn man die Leute dazu bringt, ihr Verhalten zu ändern. Wenn man es wüsste, wenn man die Industrie dazu bringt, das Verhalten zu ändern. Wenn man wüsste, wenn man demokratische Mehrheiten schaffen, um das Verhalten zu ändern, hätte man es schon lange gemacht. Es ist ein Suchprozess. Es ist eine Kombination von Sog und von Druck, von Vorschriften und von Anreiz, von Motivation und Überzeugung und von Staat. Vorgaben. Es ist letztlich auch das Individuum, das entsprechend muss stimmen, das entsprechend muss wählen, das entsprechend die Vorlagen muss gutheißen. Es ist die Wissenschaft, die mit ihren Disziplinen, die eben Verhaltensforschung betreibt, uns kann sagen, mit welchen Botschaften, mit welchen Anreizen bringt man die Leute zu einer Verhaltensänderung. Es ist eine Kombination, es ist Sog und Druck und es darf nicht jemand einfach im Glashaus sitzen und sagen, wir wissen es und der Rest geht uns nicht an. Man muss im Dialog sein, über die wissenschaftlichen Disziplinen, über die zuständigen Disziplinen im Staatswesen, bei den Menschen als Individuen, nur in der Kombination, nur in der Mehrsäulenkonzeption ist der Fortschritt wirklich realisierbar. Okay, herzlichen Dank. Nehmen wir das mal als Stand von dieser ersten Diskussion. Wir werden am Schluss im Panel noch mal drauf kommen. Es freut mich jetzt sehr, dass wir Fakten können erfahren noch mal. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse zeigen in aller Deutlichkeit, wie der Klimawandel genau wirkt und was seine Folgen sind. Und warum es jetzt entscheidend ist, den Übergang in eine postfossile Gesellschaft einzuleiten, das wird uns der Herr Knutti erklären in seinem Referat, wo wir uns sehr freuen darauf. Herr Knutti, darf ich Sie bitten, uns zu informieren? Vielen Dank und sehr verehrte Damen und Herren. Ich möchte in der nächsten halben Stunde Grundlagen schaffen über, wie funktioniert das Klima, was sind die Szenarien für die Zukunft und auch das noch ein bisschen breiter einordnen im gesellschaftlichen Diskurs und vielleicht ein paar Wege aufzeigen, warum, was wir da sind, wo wir sind und wie wir könnten weitergehen. Aber ich werde anfangen mit ein paar Bildern. Das ist ein Bild aus dem 2018, der trockenste Sommer, den die Schweiz je hat erlebt, seit Messbeginn. Austrocknete Seen im Jura hier. Bilder wie das da, Waldbrände in Kalifornien, Waldbrände in Australien, der Klimawandel nicht als einzige Ursache, aber als Treiber von diesen Sachen, Wirbelstürme, die Rekordsaison von tropischen Wirbelstürmen im Atlantik und anderen Orten zum Teil auch in diesem Jahr. Aber auch Bilder, die nicht nur die Natur und die Umwelt betreffen, sondern Bilder wie das da, eine junge Generation, die auf die Straße geht und sagt, aber hey, hallo, wir möchten doch etwas beitragen und etwas mitdiskutieren, wenn es um die Zukunft geht von unserem Klima und auf unserem Planet. Eine Gletscherinitiative, wo die Experten am Anfang gesagt haben, seid ihr wahnsinnig, so etwas zu probieren, das wird nie und nimmer funktionieren. Innerhalb von kürzester Zeit sind die 100'000 Unterschriften beieinander gewesen und eingereicht worden und mittlerweile sogar der Bundesrat, der im Wesentlichen sagt, ja, ja, in die Richtung gehen wir. Und im Sommer 2019 hat gesagt, die Schweiz will bis 2050 auf das Netto-Null-Treibhausgas-Ziel gehen. Für viele vielleicht ein bisschen überraschend, aber aus der Wissenschaft überhaupt nicht überraschend. Das ist genau das, was nötig ist. Gut, Null. Meine Damen und Herren, wenn wir über Netto-Null reden, dann reden wir nicht über ein bisschen sparen und ein bisschen effizienter und hier und dort ein bisschen etwas, sondern wir reden über Null, das heisst einfach nicht mehr.
Das heisst, es gibt keine fossilen Heizungen mehr, es gibt keine fossilen Antriebe mehr, es gibt überhaupt nicht mehr Fossils. Und das, was wir nicht mehr verhindern können oder noch nicht verhindern können, das müssen wir aktiv aus der Atmosphäre wieder entfernen. Sei es mit Aufforstung zu einem kleinen Teil, aber zu einem grösseren Teil mit Sequestrierung oder synthetischen Treibstoff. Aber gehen wir schnell einen Schritt zurück und schauen noch einmal, was ist denn eigentlich die Faktenlage? Wie macht man eine Faktenlage? Man macht zuerst eine Diagnose. Die Diagnose aus der Wissenschaft ist wie der Doktor, der zuerst Fieber misst oder den Puls misst und sagt, was ist eigentlich passiert, noch ohne Ursachen zu diskutieren und Auswirkungen. Schon vor, was sind das, 13 Jahren, 2007, hat der Klimabericht festgestellt, die Erwärmung des Klimasystems ist eindeutig, Punkt. Es gibt gar keine Frage, dass irgendetwas passiert ist. Warum wissen wir das? Wir haben es gerade gestern oder vorgestern gehört, WMO hat gesagt, 1,2 Grad Erwärmung bis jetzt. In der Schweiz ist es etwa 2 Grad Erwärmung, die wir beobachten können. Man sieht hier von 1860 ungefähr bis fast heute die Briefmarkenfigur, wo man die Entwicklungen von der Temperatur sieht. Ihr seht, insbesondere die letzten 20, 30 Jahre waren extrem außergewöhnlich. Das kann man schlicht einfach messen. Und für die, die den Messgerät nicht glauben, gehen in die Berge und schauen mal irgendeinen Gletscher an, der Rhone-Gletscher hier als Beispiel 1850 und Ende vom 20. Jahrhundert. Wenn man jetzt an diesem Ort steht, dann sieht man überhaupt keinen Gletscher mehr. Also die Veränderungen sind offensichtlich überall in allen Teilen der Welt und alles ist konsistent mit einer Erwärmung des Klimasystems. Zweite Frage, die wir uns stellen müssen, das sind die Ursachen. Warum ist das so? Der Arzt würde jetzt irgendein Instrument nehmen und ein MRI machen oder so und schauen, warum tut es weh. Und da kommen die Klimaberichte zu einem sehr eindeutigen Schluss. Sie sagen, der menschliche Einfluss auf das Klimasystem ist klar. Punkt. Das heisst nicht, dass jeder Sturm jetzt Klimawandel ist und jedes bisschen Schnee Klimawandel und alles andere auch Klimawandel. Das Wetter ist natürlich und variabel bis zu einem gewissen Grad. Aber das heisst, auf lange Zeitskala, wenn wir auf 50 Jahre schauen oder länger, dann ist Klimawandel der dominante Einfluss auf Temperatur und damit auf viele andere Sachen, die als Folge der Erwärmung entstehen. Warum wissen wir das, dass das so klar ist? Wir können zum Beispiel daher gehen in die Antarktis. Das ist auf Nähe vom Südpol. Und da sind wir auf 3000 Meter über Meer. Es ist extrem kalt, der Schnee schmilzt nie. Und man kann durch das Eisschild ein Loch bohren, bis runter auf den Grund und schauen, wie das sich das Klima in der Vergangenheit entwickelt hat. Insbesondere kann man schauen, wie haben sich die CO2- und Methanwerte entwickelt. Das sind die zwei wichtigsten Treibhausgase, die entstehen beim Ausstoß von Öl, Gas und Kohle. Das hat variiert. Man sieht hier von 800'000 Jahren in der Vergangenheit bis heute, wie das geschwankt hat. Es hat kältere Phasen und wärmere Phasen gegeben. Also das Klima wandelt sich natürlich, aber das, was am Schluss passiert ist, innerhalb der letzten 100 Jahre, ist extrem außergewöhnlich und ist extrem schnell. Das heisst, wir haben heute eine Veränderung verursacht in den letzten 100 Jahren, die so gross ist wie zwischen der letzten Eiszeit vor 25'000 Jahren, wo die halbe Schweiz vergletschert war, und dem Holozän der jetzigen stabilen wärmeren Phase. Also der Mensch hat das verursacht, wir wissen genau, wieso. Wenn wir noch ein bisschen in die Zukunft schauen, dann kann man sagen, das, was in den nächsten 100 Jahren passiert oder schon jetzt passiert, dann müssen wir mindestens 2-3 Millionen Jahre zurückgehen, um so einen Zustand der Welt irgendwo zu finden, der ähnlich war. Der zweite Hauptgrund ist, dass wir wissen, wieso. Wir verstehen, warum das so ist. Und warum verstehen wir das? Es sind Naturgesetze, Gravitation, Massenerhaltung, Energieerhaltung, all die Gesetze, die seit über 150 Jahren bekannt sind. Und wenn man die Naturgesetze nimmt und in einem Computer rechnet, dann sieht man das, was ihr hier in dieser Animation seht. Das ist also nicht irgendein Satellitenbild, sondern das ist eine Simulation im Computer vom Klima. Und man sieht Hochdruckgebiet, Tiefdruckgebiet, man sieht Niederschlagsmuster. Wir sagen dem nicht, mach mal einen Sturm oder mach mal ein Niederschlagsband, sondern es macht das, weil die Physik so funktioniert, Fluiddynamik auf einer rotierenden Kugel. Die Grundlagen von dem, was wir heute diskutieren, sie sind über 150 Jahre klar. Sie sind im Experiment, im Labor nachgewiesen, sie sind theoretisch begründet, sie sind in der Atmosphäre gemessen. Also könnte man sagen, ja gut, das ist jetzt eigentlich doch ganz gut. Wir wissen, der Mensch ist Verursacher, der Klimawandel ist real. Aber jetzt merken wir, dass es vielleicht gar nicht so einfach ist. Weil die Frage, die wir uns wirklich stellen müssen, ist, was machen wir jetzt mit dem? Und wir können sagen, ja, im medizinischen
Kontext wieder, ich könnte das einfach ignorieren, das Kopfweh-Tablettchen nehmen, oder ich könnte sagen, nein, machen wir doch mal ein Pflästerli-Politik, wir warten ab und wenn es schief geht, dann flicken wir es dann. Oder wir können sagen, nein, das will ich nicht. Ich will das verhindern. Und das ist mir extrem wichtig, ich sage es jedes Mal explizit, dass die Aufgabe der Wissenschaft nicht ist, zu sagen, was man muss machen, wie man auf diese Fakten muss reagieren muss, sondern die Aufgabe der Wissenschaft kann nur sein, Szenarien aufzuzeigen, was man könnte machen und was die für Kosten, Risiken, Nebenwirkungen und was auch immer noch, sonst noch haben. Wenn einem das Bein weh tut, dann müssen wir wahrscheinlich am besten zum Doktor und schauen, was mit dem Bein los ist. Aber man kann auch warten, bis das Bein abgeht. Es ist nicht so schlau, aber man kann. Oder? Also aus den Fakten folgen nicht die politischen Handlungen. Und man sieht das auch in der Corona-Diskussion wieder. Aus den Fallzahlen folgen nicht die politischen Handlungen. Verschiedene Leute, verschiedene Länder haben unterschiedliche Auffassungen, Ansichten und zu Recht unterschiedliche Auffassungen, wie dass man auf diese Fakten reagiert. Also, was macht die Wissenschaft? Sie macht Szenarien, sie macht Geschichten von der Zukunft. Da links ist so eine Geschichte, so eine öko-vegan-Hightech-Geschichte von der Zukunft. Rechts ist eine andere Geschichte von der Zukunft. Ich sehe es ein bisschen überspitzt. Es gibt keine wissenschaftliche Grundlage, um zu sagen, welche von diesen Geschichten von der Zukunft die richtige ist oder besser ist. Ausser wir halt unterhalten uns darüber, was wir denn eigentlich besser finden. Also wir müssen die Diskussion führen, wo wollen wir eigentlich her als Gesellschaft. Wir machen also die Szenarien und ihr seht da links und rechts so die beiden Randszenarien, würde ich sagen. Ein optimistisches Szenario auf der linken Seite, das ungefähr konsistent ist mit den Pariser Klimaziel, 2 Grad gegenüber vorindustriell maximal. Und rechts ein Szenario mit sehr hohem Treibhausgasausstoss, 5-6 Grad Ende Jahrhundert, das ist schon ein bisschen sehr pessimistisch. Also mit den heutigen implementierten politischen Massnahmen kommen wir schon nicht mehr ganz dorthin, hoffentlich. Ihr seht aber auch, dass das regional sehr unterschiedlich ist. Also 5 Grad global bedeutet dann vielleicht 10 oder 12 Grad oder noch mehr in der Arktis. Man kann das näher runterbrechen auf die Schweiz. Das ist ein Beispiel unter Anzahl Hitzetage. Über 30 Grad. Ein Tag hat es in der Vergangenheit fast nie gegeben. Zumindest wenn man 20 Jahre, 30 Jahre zurückgeht. Im linken Szenario sind wir dann vielleicht bei 10 bis 20 Hitzetagen pro Sommer. Im rechten Szenario sind wir bei 40 oder 50 oder noch mehr Hitzetage pro Sommer. Das heisst, je nachdem, dass wir unsere Szenarien entscheiden treffen, haben wir eine ganze Bandbreite von Sachen, die in der Zukunft möglich sind. Wenn wir ein bisschen über die Auswirkungen reden, kurz, dann können wir die Klimaszenarien Schweiz anschauen, wo wir 2018 mit dem Meteo Schweiz, Bundesamt für Klimatologie, haben gemacht. Es gibt eigentlich die 4 Geschichten von der Zukunft, wenn man es jetzt ganz vereinfacht abbricht. Es sind die heissen Sommertage, die ich schon gesagt habe, also einzelne Tage, aber auch längere Hitzewellen. Es sind die trockenen Sommer, die wir in der Vergangenheit jetzt gerade mehrfach hatten, wenn das Wasser ein Problem wird für die Landwirtschaft. Gleichzeitig sind es die heftigen Niederschläge und nachher ist es die Auswirkung auf die Schneebedeckung und Gletscher. Vielleicht das noch ein bisschen in Bilder illustriert. Das ist ein Bild von 2015. Auch einer von diesen trockenen Sommer, der Biobauer Stefan Müller in Steinmauer. Er hat da ein paar Hektare Rüebli gehabt und hat gesagt, ja, könnt ihr fotografieren und filmen, unter den Pflügen neu anfangen. Es gibt kein Wasser, die Rüebli wachsen nicht, sie dünn wie Zündhölzli. Das ist eine Herausforderung für die Landwirtschaft. Gleichzeitig, eben, wenn es lang trocken ist, wenn es dann mal regnet, dann regnet es plötzlich viel zu viel auf das Mal. Das sind Bilder aus Thun, 2005, die Innenstadt und das Strandbad. Das Strandbad geht mehr oder weniger bis ins Restaurant rein, der Seespiegel. Auch das wiederum Auswirkungen, die seit langem vorausgesagt waren und jetzt auch beobachtet sind. An allen diesen Stationen, die hier blau sind, haben die stärksten Niederschläge zugenommen. Und warum wissen wir, dass das so klar ist? Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Das ist das Prinzip vom Tumbler. Du wirst trocknen besser draussen, wenn es warm ist, als wenn es kalt ist. Das heisst, das Gewitter, 2 Grad wärmer, sind 15% mehr Wasser. Und das hat entsprechende Auswirkungen auf den Hochwasserschutz. Und man muss sich mit dem auseinandersetzen, wie man die Hochwasserrisiken irgendwie wieder minimiert. Hitzewellen. Vorher habe ich die Hitzetage erwähnt. Vielleicht hier noch ein Bild, das spezifisch für Zürich ist eine aktuelle Arbeit, die wir jetzt gerade gemacht haben.
eine Karte von der Stadt mit Hitzebelastung auf einer Skala von 5 bis 10 Meter aufgrund von Gebäudeinformationen, Gebäudeeigenschaften, Grünflächen und so weiter, kann man heute mit sogenannten datentriebenen Methoden, also so Artificial Intelligence in dieser Richtung, sehr genaue Voraussagen machen, wie sich das wird auswirken. Und man sieht den Wärmeinsel-Effekt in der Stadt, also innerhalb von der Stadt kann es dort, wo es wirklich viel Infrastruktur hat, beim Gleisfeld sind wir im Bereich von 2 bis 3 Grad wärmer als im Rest von der Stadt oder sogar 4 bis 5 Grad wärmer als irgendwie ein bisschen außerhalb von der Stadt. Das heisst, es ist nicht nur die grossflächige Hitzesituation, sondern es sind ja noch spezifische Herausforderungen innerhalb von der Stadt, die da müssen berücksichtigt werden müssen. Gesundheit ist natürlich ein Thema, vor allem wenn sie in der Nacht nicht mehr abkühlen. Gletscher ist offensichtlich, es schneit immer weniger, es regnet immer mehr und entsprechend sind Gletscher extrem zurückgegangen. Da ist eine Simulation, ziemlich neu, gerade von den Glaziologen, wo der Aletschgletscher hat untersucht. Auch das ist wieder eigentlich etwas relativ Einfaches, Physikalisches, weil Gletscher, es fließt wie Wasser auch, einfach ein bisschen dickflüssiger. Und da sieht man, bis Ende Jahrhundert ist da nicht mehr übrig, selbst vom Aletschgletscher in diesen ganz hohen Ausstoß von CO2-Szenarien. Da sind wir in 700 oder 800 Meter Eisdicke am Concordia-Platz. Das sind massive Auswirkungen, die da auf den Tourismus und auf Bergregionen zukommen. Also wir wissen relativ viel, aber gleichzeitig müssen wir so bewusst sein, dass die Unsicherheiten in gewissen Auswirkungen noch gross sind. Ich zeige das letzte Animation noch, eine Wettersimulation. Das ist das, was Meteo Schweiz jeden Tag macht für euch, dass ihr wisst, ob es morgen regnet oder nicht. Das ist eine Störungszone, die da über die Schweiz geht. Es geht mir nicht um die Wettersituation, sondern einfach darum zu zeigen, wie kompliziert das Wetter kann sein. Wenn ihr schaut, die blauen Flecken, das ist dort, wo es regnet, wie unglaublich kleinskalig und schnell, dass sich das Zeug bewegt. Ihr könnt mal einfach den Himmel hochschauen, wenn es so tut, draussen in einem Sommergewitter. Dann versteht ihr, dass es schwierig ist, exakte Voraussagen zu machen über die ganze Welt, über 100 Jahre. Das können wir in diesem Detail zum Teil nicht. Wir wissen auch nicht, wie der Mensch darauf reagiert. Das heisst, wir müssen Szenarien finden oder Anpassungsmassnahmen, auch politische Massnahmen finden, die unter einer Vielzahl von möglichen Zukunftsentwicklungen gut und robust funktionieren. Was müssten wir machen, wenn wir weiterfahren, wie in der Vergangenheit, viel auf fossile Emissionen setzen, dann werden die Emissionen weiter steigen, so wie da in dem roten Band dargestellt. Was man müsste machen oder was man hätte müssen machen, wenn man frühzeitig hätte angefangen, wären die Emissionen runterfahren bis irgendwie 2070 oder 2080 auf Null. Das ist für ein 2-Grad-Ziel. Das wäre aber, wenn man früh angefangen hätte und alle gemeinsam am gleichen Strick gezogen hätten. Meistens passiert das nicht ganz so effizient. Man kann so etwas machen, das heisst, man wartet länger und bremsen dann umso mehr. Über Analogien zu der jetzigen Gesundheitssituation kann man diskutieren, aber wenn ich auf das spezifisch eingehe, aber es ist klar, je länger dass man wartet, desto schwieriger wird es und desto schneller muss man nachher reagieren und desto heftiger muss man bremsen. Und dann, desto weniger Spielraum hat man und typischerweise desto teurer kommt es nachher. Ihr seht, hier in diesem Fall sind wir bei 2060 oder so für ein 2-Grad-Ziel. Wenn wir auf deutlich unter 2 Grad oder 1,5 Grad gehen, dann sind wir eben dann bei diesen 2050 ungefähr. Das heisst, das Netto-Null-Ziel 2050 kommt ungefähr von dort her. Ob das 2045 ist oder 50 oder was auch immer, da kann man noch diskutieren, ob einzelne Länder vorher oder später, aber es gibt diesen ungefähren Fahrplan vor. Wo sitzt das CO2? Ich habe es vorher in der Diskussion schon kurz erwähnt. Wenn wir alle Treibhausgas inklusive der Fliegerei nehmen, dann sind wir bei etwa 26% im Strassenverkehr. Der grösste Teil übrigens Privatverkehr, auch Freizeitverkehr, Tendenz flach. Zwar werden die Motoren effizienter, aber gleichzeitig werden die Autos grösser und die Motoren stärker und die Autos schwerer. Und damit, und plus es hat mehr Auto, mehr Kilometer und weniger Leute pro Auto und damit ist alles wieder zunichte. Also im Verkehr haben wir grosse Herausforderungen. Der Flugverkehr etwa mit 19%. Weltweit ist es deutlich weniger, aber die Schweizer reisen gerne und sie haben genug Geld. Das ist etwas, was in den Länderinventar vernachlässigt wird, aber für die Schweiz ein grosses Problem ist. Und es gibt nicht eine einfache technische Lösung. Synthetische Treibstoffe wären etwas, aber das muss auch zuerst entwickelt und skaliert werden. Dann sind wir im Gebäudebereich mit etwa 15% Heizungen.
im Industriebereich etwa 16% und dann Landwirtschaft, Dienstleistungen und Abfall. Es ist also überall in jedem Sektor und es gibt damit weder eine Technologie noch ein politisches Instrument, wie es erwähnt wurde vorher in der Diskussion. Es braucht eine Vielzahl von subtil austarierten Massnahmen, technologischen Massnahmen, Anreizsystemen und so weiter, um dem Ganzen zu begegnen. Gut, jetzt könnte man sagen, eigentlich ist das Problem gelöst, wir wissen, was wir machen müssen, aber andererseits haben wir es nicht geschafft, bei der Vergangenheit es zu machen. Und man fragt sich, ja, warum denn nicht, wenn doch die Faktenlage so klar ist? Ich wünschte, ich könnte eine Antwort geben, warum dass wir genau das nicht geschafft haben, aber das kann ich nicht, das ist eine schwierige Frage, aber wir können vielleicht ein paar Elemente aufgreifen, warum dass wir da sind, wo wir sind und wie es weitergehen könnte. Ein Element ist die ganze Kommunikation und die ganzen Fakten. Das ist noch ein harmloses Beispiel hier aus dem Blick vor ein paar Jahren. Warum ist es so saukalt, Herr Professor? Es ist klar, dass die Medien zwar informieren, aber sie wollen ja Klicks, sie wollen Geld verdienen. Es ist nicht immer einfach, die Leute gut zu informieren. Man hat ja das wieder in den letzten Monaten gesehen. Es gibt eine Notwendigkeit für das, aber gleichzeitig ist das Geld immer weniger da. Es gibt immer weniger Expertise-Zeitungen, die das können. Aber gleichzeitig haben wir eine ganz neue Dimension von sozialen Medien oder auch von Beispiel wie da ein Interview, das von mir angeblich ist entstanden auf einer ukrainisch-russischen Webseite, wo ich sage, in 3 Jahren geht im Wesentlichen die Welt unter. Mit Anführungs- und Schlusszeichen wird das da präsentiert. Hat natürlich nie stattgefunden. Da ist jemand einfach hergekocht und hat ein Interview geschrieben mit mir. Und das verbreitet sich schneller als alles andere. Man weiss, die Fake News gehen schneller als die Realität. Man weiss heute also nicht einmal mehr, dass man weiss, was richtig ist, sondern man weiss auch nicht mehr, wem dass man trauen soll oder ob jetzt der das gesagt hat oder nicht. Also früher habe ich gedacht, wenn man die richtige Person findet, wo man denkt, der ist zuverlässig, dann ist gut, aber heute weiss man nicht einmal, ob der das überhaupt gesagt hat oder nicht. Das geht von gefälschten Facebook-Profilen und so weiter. Also es ist herausfordernd geworden, die Informationen super zu vermitteln und auf Mann und auf Frau zu bringen. Die ganze Lügerei ist natürlich nicht ganz neu. Das ist das Beispiel von 1988 von Shell, wo hat dann schon genau gewusst, um was es geht. Sie haben Szenarien gemacht, sie haben es vorausgesagt, aber sie haben Millionen investiert für das Ganze unter den Teppich zwischen und die Leute dazu zu bringen, dass sie finden, das sei kein Problem. Tabaklobby hat das Gleiche gemacht. Also die Mechanismen sind nicht ganz neu, aber die Möglichkeiten, die sich bieten mit der digitalen Kommunikation, sind natürlich heute wesentlich grösser. Neben der ganzen Informationsgeschichte ist aus die zweite Geschichte ist die sogenannte Fairness-Geschichte. Ich habe es da mit dem Kuchen illustriert. Wenn wir die ganze Menge CO2, die wir zu gut haben, für ein 2-Grad-Ziel als Grösse von diesem Kuchen oder von der Linsertorte anschauen, dann kann man sagen, etwa 2/3 von der Linsertorte ist schon gegessen. Also das Öl ist schon verbrannt und es ist nicht fair verteilt worden. Und dann stellt sich die Frage, ja, aber wer bekommt jetzt den Rest noch? Der restliche Drittel oder nicht einmal mehr? Die noch nichts hatten, die sagen, ich will jetzt natürlich auch mal ein bisschen, die jetzt Afrika. Oder, und die mehr, wie wir schon viel hatten, die sagen, ich will noch mehr, weil ich kann nicht anders. Sie haben mich so daran gewöhnt, oder? Was ist jetzt eine faire Aufteilung von dem, der noch darf? Aber gleichzeitig auch eine faire Aufteilung über Generationen. Weil all das, was wir heute noch verbrauchen, das haben unsere Nachkommen nicht, das haben meine Kinder nicht. Also es ist eine Art Fairnessfrage oder im wissenschaftlichen und UNOF-Kontext die sogenannte Lastenverteilung, wer muss wie viel beitragen. Und das ist eine schwierige Frage. Wir haben vorher schon die Steuern schon mal gehabt. Oder was ist ein gerechtes Steuersystem? Da kann man sich lange darüber streiten. Aber es sollte natürlich nicht der Hinderungsgrund sein, dass man überhaupt nichts mehr macht und sagt, wir kümmern uns gar nicht mehr darum. Aber es ist etwas, was sich nicht rein wissenschaftlich begründen lässt, sondern das müssen wir als Gesellschaft miteinander aushandeln. Der dritte Aspekt ist so ein bisschen die Frage von Wahrnehmung und Perspektiven und dem sogenannten Framing. Das Bild hier ist eine Serie von Linien, die alle gerade sind. Ihr könnt es mal nachmessen, wenn ihr den Lineal am Bildschirm habt, ihr könnt es testen. Und trotzdem haben wir irgendwie das Gefühl, es sieht anders aus. Wir und ihr daheim oder im Büro, wir sitzen alle im gleichen Klimadialog. Und wir sind uns einig, dass wir im gleichen Klimadialog sind, aber unsere Perspektive auf das hier in diesem Studio ist anders als eure Perspektive. Also
Die Fakten werden immer in einem bestimmten Kontext vor einem gewissen Hintergrund wahrgenommen. Politischen, kulturellen, religiösen Kontext. Und dieser Kontext ist viel wichtiger, als wir generell denken. Also, auch wenn wir uns einig sind über die Fakten, sind wir uns vielleicht nicht einig über die Werte, die wir als Hintergrund haben und wie wir die Fakten betrachten. Und das ist vielleicht am besten illustriert mit dieser Grafik hier, wo man sieht, über 20 Jahre in den USA hat man Demokraten und Republikaner gefragt, hat der Klimawandel schon angefangen? Wir reden nicht einmal über Mensch oder nicht Mensch, sondern einfach die Frage, ist das überhaupt etwas? Und am Anfang war es etwa halb-halb gewesen, heute, oder nicht ganz heute sind wir an einem Punkt, wo die glauben, die glauben immer mehr und die nicht glauben, die glauben immer weniger. Oder? Ich verwende das Wort Glauben absichtlich. Es ist zu einer politischen Ideologie geworden, fast wie etwas Religiöses, wo man daran glaubt oder nicht daran glaubt. Und es hat überhaupt nichts mit Intelligenz zu tun, sondern es hat mit Identität zu tun und nichts anderem. Und das ist vielleicht noch am besten illustriert hier, für es noch auf die Spitze zu treiben, mit dieser Umfrage, die man dann gemacht hat, nach der Wahl von Präsident Trump. Die Washington Post hat den Leuten zwei Bilder hergelegt hier und hat gesagt, das ist zweimal der gleiche Ort, 4 Jahre auseinander oder 8 Jahre auseinander, ich weiß nicht einmal mehr. Wo hat es mehr Leute? Und etwa 15% der republikanischen Wähler haben gesagt, da beim Trump hat es mehr Leute. Das ist eine Frage, die jedes 3-jährige Kind euch hat super beantwortet. Das ist völlig klar. Die Leute sind bereit zu lügen, ganz offensichtlich, wenn es ihrer Weltanschauung entspricht. Oder anders gesagt, so wie wir die Welt anschauen, das ist viel wichtiger, was unser kulturell ideologischer Hintergrund ist, wer unsere Freunde sind, was unsere politische Parteiüberzeugung ist, als was eigentlich die Fakten sagen. Und das macht es natürlich zu einer grossen Herausforderung, für die Botschaften zu vermitteln. Weil die Reaktionen von gewissen Leuten, die sind viel mehr getrieben von dem, was sie sind, als was eigentlich die Fakten sagen. Was müssen wir machen? Wir müssen zu einem Punkt kommen, wo wir das nicht mehr nur als Krise anschauen, sondern als Chance für eine Veränderung. Das ist ein Zeitungsausschnitt vor gut 100 Jahren in London, wo man hat gesagt, wenn das so weitergeht, dann sind die Strassen innerhalb von kürzester Zeit unter Meter tief im Rossmist begraben, weil es viel Ross in dieser Stadt hat und ein paar Jahre später hat es überhaupt kein Ross mehr gehabt. Das heisst, man hat das als Problem gesehen und hat nicht erkannt, dass es vielleicht einfach eine grundsätzliche Veränderung braucht. Ich kann sich jetzt streiten, ob das eine gute Veränderung war. Jetzt haben wir den Strassenverkehr, jetzt müssen wir den wieder irgendwie ändern. Aber statt zu überlegen, was das Problem ist, muss man, glaube ich, überlegen, was können wir entwickeln, wie können wir das neu denken, sodass wir die Ziele erreichen, die wir müssen erreichen. Und wir müssen insbesondere, ich habe es vorher, glaube ich, auch schon kurz erwähnt, uns klar werden und allen klarstellen, dass es keinen Widerspruch gibt zwischen Wirtschaft und einem Planet. Also dass die Idee, dass es Klimaschutz ist zu teuer, das können wir uns nicht leisten, das macht absolut keinen Sinn. Es ist klar, dass Klimaschutz etwas kostet, aber kein Klimaschutz kostet mehr. Es kostet einfach später, die nächsten Generationen, aber es hat genügend wissenschaftliche Studien gegeben. Man weiss, dass von verschiedensten Untersuchungen, dass es günstiger ist, ein 2-Grad-Ziel zu erreichen, als abzuwarten, bis es schief geht und nachher wieder aufzuräumen und alles wieder zu flicken. Die ökonomische Realität, ich glaube, die ist jetzt langsam angekommen. Das ist vielleicht der positive Aspekt, den ich hier noch möchte betonen. Das ist das Bild vom Global Risk Report WEF 2020, wo die politischen und Wirtschaftsführungspersonen haben gesagt, was sind die grössten Risiken, die es gibt. Global für unseren Planeten. Und sie sind zum Schluss gekommen, dass 6 von den 7 Top-Risiken sind Umwelt- und Klimarisiken. Das geht von Biodiversität zu Wasser, zu Naturkatastrophen, extreme Wetterereignisse und so weiter. Das war noch vor der Pandemie gewesen. Aber man hat dort gesehen, es sind sowohl die wahrscheinlichsten wie die Ereignisse, die am meisten Auswirkungen haben. Das heisst, es gibt einen Wandel in vielen Teilen von der Wirtschaft im Moment, der zeigt, es lohnt sich, wenn man Klimaschutz betreibt. Weil wenn wir nichts machen, dann trifft es uns. Und zwar trifft es uns in Form von CO2-Steuern, von Klagen, von Shitstorms, von Änderungen im Konsumentenverhalten, Stranded Assets. Alle diese Sachen, die Risiken sind zu gross. Und man macht Klimaschutz, weil man sich bewusst will, aktiv in diese Richtung bewegen. Gut.
Kommen wir zum Schluss, was müssen wir machen? Vermeidung von CO2, netto null, habe ich gesagt. Anpassungsmassnahmen in den verschiedenen Bereichen haben wir diskutiert. Also Hitze, Trockenheit, starke Niederschläge und die ganze Schneebedeckungsschicht. Was es auch braucht, ist eine Art Innovation hier. Und ich meine Innovation in verschiedenem Sinn. Einerseits im Sinn von Technologie, aber andererseits auch im Sinn vom Entwickeln von Geschichten, von Visionen, von Sachen neu denken. Oder mit dem Wort vom Dan Kahneman, Nobelpreisträger 2002, der hat gesagt, no one ever made a decision because of a number, they need a story. Es braucht eine Geschichte, wo sich die Leute damit identifizieren können, wo sie sagen, ja, da will ich beitragen. Und wenn sie das so sagen, dann können sie unheimlich viel bewegen. Also, ganz kurz, Klimawandel ist Realität, der Wärme zum grössten Teil Mensch gemacht, die Auswirkungen sind vielfältig, mehrheitlich aber negativ, wir haben sehr wenig Zeit, um das zu machen, was wir uns als Ziel gesetzt haben. Wir müssen auf die Null Emissionen bis ungefähr 2050. Im Moment sind wir nicht auf Kurs, völlig klar, weder weltweit noch in der Schweiz, also es braucht mehr. Der Schweiz kommt eine Vorreiterrolle zu, haben wir vorher im Gespräch schon gesagt, die Schweiz hat mehr Möglichkeiten als alle Länder hier in Zukunft mitzugestalten. Und jeder und jede kann beitragen, individuell, aber es braucht aus meiner Sicht ganz klar die politischen Rahmenbedingungen. Alle Umweltprobleme von Wasser, von Luft, von Ozonloch, Asbest, Phosphat, man kann nehmen, was man will, hat man keines durch Eigenverantwortung und Markt allein gelöst, sondern durch politische Rahmenbedingungen, die helfen, dass die Leute in die Richtung gehen. Danke vielmals. Ganz herzlichen Dank, Professor Knutti, für die klaren, deutlichen und einleuchtenden Ausführungen. Es wird sich zeigen jetzt, wie der Kanton auf das Referat kann reagieren, was eure Pläne sind. Herr Neukomm, wenn ich Sie darf bitten, aufzuzeigen uns, wie der Kanton im Moment mit dieser globalen Herausforderung umgeht, was er sich überlegt, wie er ganz konkret mit den Gemeinden zusammenarbeitet und wie die Innovation, die es auf allen Ebenen braucht, allenfalls bei Ihnen schon angetönt und anklingt. Herr Neukomm, wenn ich Sie bitte, uns gerade die Perspektive vom Kanton näher zu bringen in der nächsten Viertelstunde. Sehr gerne. So, Moment. Gut, super. Ich möchte gerade noch bei einem Punkt anfangen, respektive oder weitermachen, wo bisher noch nicht erwähnt worden ist, und das sind nämlich die sogenannten Kipp-Effekte. Das ist etwas, das das ganze Klimaproblem wie noch viel unberechenbarer macht. Ich habe das hier dargestellt mit einem Zündhölzli, wo die anderen Zündhölzli anzündet, also als etwas, wo, wenn es einmal losgeht, dann läuft es plötzlich von alleine weiter. Und solche Effekte gibt es im Klima auch, aber sie sind nicht so genau bekannt. Also beispielsweise hat es einen Haufen CO2 gespeichert im Eis. Und wenn das Eis im Norden oder im Süden schmilzt, dann wird das CO2 frei. Und durch das gibt es noch mehr CO2 in der Atmosphäre, es wird noch wärmer und das Eis schmilzt noch schneller. Einen gleichen Effekt gibt es bei den Wäldern. Wenn es besonders trocken wird, und der Klimawandel führt dazu, dass es besonders trocken ist, dann gibt es mehr Waldbrände, die Wälder im Norden brennen schneller ab, es gibt mehr CO2 in der Atmosphäre und durch das wird es wieder noch trockener und noch wärmer. Also das ist so ein Effekt, da gibt es ganz viele verschiedene davon, wir wissen aber nicht ganz genau, wo das die sind und das macht das Klimasystem eben auch viel unberechenbarer. Also wichtig darum ist, dass wir es schaffen, zum verhindern, dass wir in irgendeinen Kipppunkt, auf Englisch sagt man Tipping Point, dass wir dort in irgendeinen Bereich hineinlaufen. Und darum ist klar, also je schneller, desto besser, weil wir wissen nicht, ist der Kipppunkt bei 2 Grad, ist er bei 2,3 Grad oder ist er bei 1,7 Grad, das wissen wir nicht. Darum, je schneller, desto besser. Jetzt hat der Herr Knutti schon sehr eine ähnliche Folie gebracht, wie ich jetzt hier. Ich habe es null ausgeschrieben. Es ist mir wichtig, um das noch einmal zu betonen. Ich glaube, früher haben wir im Bereich Klimaschutz primär davon geredet, zu sagen, CO2-Ausstoß reduzieren. Einfach gesagt, einfach ein bisschen weniger. Das kann man zum Beispiel erreichen mit Effizienz. Indem man einen Prozess, der zum Beispiel Öl braucht und nachher CO2 daraus entsteht, ein bisschen effizienter macht, dann entsteht ein bisschen weniger CO2. Oder zum Beispiel, indem man von einer Ölheizung auf eine Gasheizung umsteigt, dann hat man auch weniger CO2-Ausstoß und man hat immer noch gleich warm. Wenn man aber sagt, wir wollen auf Null kommen, dann schaffen wir das nicht. Oder also Null funktioniert nicht mit einfach ein bisschen effizienter, sondern Null bedeutet Transformation. Bedeutet etwas
nicht von etwas ein bisschen weniger machen, sondern etwas anderes machen. Das ist mir ganz wichtig. Aktuell ist unser Energiegesetz im Kanton Zürich noch ein bisschen veraltet. Dort steht nämlich immer noch ein Ziel drin von 2,2 Tonnen CO2 bis 2050. Und die Regierung hat sich jetzt neu committed zu einem Ziel von 0 bis 2050, respektive spätestens bis 2050. Es wäre natürlich gut, wenn wir es früher würden erreichen. Das haben wir jetzt schon angesprochen. Die Klimastrategie habe ich vorher schon geschwind erwähnt. Wenn alles gut geht, dann kommt die im Frühling 2021 raus. Und die soll ein Dach geben. Also zuerst haben wir ein Ziel, wo wir sagen, bis wann wollen wir null erreichen. Welche Sektoren müssen wie schnell abnehmen? Also im Gebäudebereich kommen wir schneller auf null, im Mobilitätsbereich kommen wir schneller auf null. Im Bereich der Landwirtschaft ist im Moment nicht absehbar, dass wir das könnten schaffen auf null. Darum Landwirtschaft, dort können wir versuchen zu reduzieren, wird man einen Teil müssen kompensieren, also wieder entfernen aus der Atmosphäre. Im Bereich Industrie gibt es auch entsprechende Kurven. Schwieriger wird es vor allem im Bereich im Flugverkehr, weil dort ist es technisch nicht so einfach. Darum geht es wahrscheinlich zuerst noch mal ein bisschen rauf, und bevor man dann dort das wirklich auch auf null reduzieren, zum Beispiel mit synthetischen Treibstoffen aus erneuerbaren Energien. Also da versuchen wir zu zeigen, wie geht es. Und nachher haben wir einen Katalog aus ganz vielen Massnahmen, die zu dem beitragen, dass wir das so schaffen. Und das soll einmal eine übergeordnete Strategie sein. Und aktuell sind wir in der Verwaltung. Meine Mitarbeiter und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind da intensiv dran an dem am Arbeiten, und die Regierung wird das irgendwann im Frühling verabschieden. Also das so als übergeordnete Strategie. Jetzt konkret, und das habe ich schon erwähnt, das ist die Hauptaufgabe aus meiner Sicht, jetzt vor allem aus Sicht Baudirektion, aber auch aus Sicht Kanton Zürich, das sind die 120'000 Öl- und Gasheizungen, die wir noch haben in diesem Kanton, damit es warm wird. Wenn wir Neubauten machen, die sind in der Regel okay. Also die brauchen, ein Neubau braucht heutzutage keine fossile Energie mehr, der ist warm, weil er genug gut isoliert ist und meistens mit einer Wärmepumpe geheizt. Also die sind schon auf Netto Null, Neubauten. Die Herausforderung ist der Bestand, das heisst die Heizungen, die wir haben. Und wenn wir jetzt die Statistik anschauen, dann sehen wir, dass mehr als 2/3 der Öl- und Gasheizungen werden wieder mit Öl- und Gasheizungen ersetzt. Also eigentlich sollten wir bei jedem Heizungsersatz möglichst gerade auf eine nachhaltige Lösung gehen, aber immer noch 2/3 bleiben noch mit Öl und Gas. Und das sind wir deutlich zu langsam. Und darum braucht es jetzt da einen deutlichen Shift. Und zu dem komme ich jetzt gerade. Wenn wir die Emissionen anschauen, dann sehen wir aber da, wir sind bereits unterwegs. Das sind CO2-Emissionen aus dem Gebäudebereich. Von der ganzen Schweiz, im Kanton Zürich, sieht es sehr, sehr ähnlich aus. Und zwar sind die da von 16 Millionen Tonnen CO2. Sehen wir, etwa beim Jahr 2000 fängt das an, leicht abzunehmen, und mittlerweile sind wir ungefähr 12 Tonnen. Was man da sieht, ist, wir haben Häuser saniert, also es hat zahlreiche politische Programme, man hat finanzielle Unterstützung zum Häuser sanieren und zum die Ölheizung mit einer Wärmepumpe ersetzen und so weiter. Man hat aber auch, und das sieht man da auch, dass man hat Ölheizungen mit Gasheizungen ersetzt, das führt auch zu weniger CO2, aber das führt nicht zu null. Und das ist, wenn wir das jetzt so ein bisschen anschauen, den Absenkpfad, dann kommen wir mit dem nicht genug schnell auf null. Darum, wir werden da noch zusätzliche Massnahmen brauchen. Was ich da noch eingezeichnet habe, das ist der rote Punkt. Das ist das Ziel, das wir haben, wenn das CO2-Gesetz angenommen wird. Das ist das Ziel im CO2-Gesetz für den Gebäudebereich. Das ist nämlich halb so viele Emissionen wie 1990 bis 2026, 2027. Das sieht man, also auch da sind wir nicht ganz auf Kurs. Jetzt zu der Lösung, ich habe es schon gesagt, es geht natürlich viel um Wärmepumpen, natürlich auch um Holzheizungen und um Fernwärme. Und bei diesen Lösungen ist mir ganz wichtig, zum geschwind über Kosten zu reden, weil ich glaube, in dieser ganzen Thematik geht es enorm stark um Kosten. Und ein wichtiger Effekt, und das haben wir eigentlich fast überall, wo wir Klimaschutz machen. Wenn wir Klimaschutz machen, steigt man um auf Strom in vielen Fällen, höhere Investitionskosten und tiefere Betriebskosten. Und das sieht man hier auf dieser Grafik. Was ich hier dargestellt habe, sind die Jahreskosten von einer Heizung. Ganz zuunterst, da sieht man Ersatzölheizung. Also man ersetzt eine Ölheizung mit einer Ölheizung und schaut nachher, wie teuer ist das. Ein Teil davon sind Kapitalkosten, Zinsen und Abschreiber. Ein Teil ist Wartung und ein Teil ist Energie. Da sieht man, wie es hier aufteilt ist. Ein ordentlicher Teil jetzt bei einer Ölheizung, das sind Energiekosten. Wenn ich auf eine Wärmepumpe umsteige, dann ist ein viel grösserer Teil sind Abschreiber, und also quasi die Investition ist viel grösser, und ein kleinerer Teil sind Energiekosten. Und das führt eben dazu, dass
der Hauseigentümer, Hauseigentümerin, die dran ist und sich überlegen, was will ich für ein neues Heizsystem, vermutlich abgeschreckt wird von den sehr, sehr hohen Investitionskosten. Also, wo ein Ölheizungsersatz vielleicht 20.000 Franken kostet, kann eine Erdsondenwärmepumpe gut 60.000 Franken kosten. Wenn man es dann aber über das ganze Jahr durch, über die ganze Lebensdauer anschaut, also bei einer Erdsondenwärmepumpe, die hebt, das hebt 50 Jahre, wenn man das so lange anschaut, dann sind eben Betriebskosten, gehört dort auch dazu, und dann merkt man, dass man deutlich, dass man dann massiv oben runterkommt, oder? Dann sieht man nämlich plötzlich, dass die Wärmepumpe und die Ölheizung in der Jahresrechnung ungefähr gleich teuer ist. Und das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt, wo wir noch viel werden müssen darüber reden. Wie finanzieren wir das? Also die Banken werden aus meiner Rolle eine ganz wichtige Rolle spielen, aus meiner Sicht eine ganz wichtige Rolle spielen im Bereich von dieser ganzen Transformation, weil wir brauchen ganz viele Investitionen in neue Technologien, können aber davon profitieren, dass nachher die Betriebskosten günstiger ist. Wenn jetzt eine Malerfirma zum Beispiel auf Elektromobil umstellt, ist das genau der gleiche Effekt. Höhere Investitionskosten, das Auto ist viel teurer, aber der Betrieb ist nachher günstiger, der Unterhalt ist günstiger. Jetzt noch mal kurz zurück zu den Wärmepumpen. Also das hat uns dazu gebracht, dass wir gesagt haben, wir wollen im neuen Energiegesetz, das sind die sogenannten Mucken, eine Pflicht einführen zum Umsteigen, dass man sagt, man muss umsteigen, wenn die Lebenszykluskosten nicht maximal 5% teurer sind. Also bis zu 5% mehr Kosten muss man in Kauf nehmen, aber mehr nicht. Und damit wird man die Leute natürlich auch zu genau dieser Lebenszykluskostenbetrachtung bringen. Das ist jetzt natürlich eine Pflicht, aber ich glaube, diese Pflicht wird dazu beitragen, das ist mir ganz wichtig, diese Pflicht wird dazu beitragen, dass es wird gute ökonomische Modelle geben wird. Dadurch, dass man jetzt wie keine Pflicht hat und man kann immer noch auch eine Ölheizung ersetzen, wenn man keine Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen, ist der Druck nicht so da. Manchmal brauchen wir Menschen ja ein bisschen Druck. Mit dem wird es Businessmodelle geben, wo eine Bank kann sagen, ja, ist gut, wir erhöhen Ihnen die Hypothek erhöhen. Und mit dem können Sie gerade die Wärmepumpe finanzieren, weil um so die höheren Investitionskosten zu decken. Was wir konkret gemacht haben, das habe ich im Mai vorgestellt, das ist der sogenannte Klimadeal. Da gehe ich jetzt relativ schnell durch, um nicht allzu viel Zeit zu brauchen. Das ist einerseits die Forderung, die ich vorher gesagt habe. Also das heisst, das Energiegesetz, wo man eben sagt, man muss umsteigen auf Wärmepumpe. Auf der anderen Seite aber auch das Angebot. Und das ist das Förderprogramm, das wir gestartet haben am 1. Juli. Wo wir neu jetzt auch Wärmepumpen finanziell unterstützen, dass man die kann ersetzen kann. Gut, also wenn wir, und jetzt zum zweiten Punkt von dieser Präsentation. Wenn wir jetzt all das haben, dann werden wir viel mehr Wärmepumpen ersetzen, das ist einbauen, das ist super, weil durch das sinkt der CO2-Ausstoß. Aber wir brauchen mehr Strom. Und das habe ich hier versucht zum Aufzeigen. Also wir haben die Wärmepumpen, die mehr Strom brauchen, Elektromobile, die zusätzlich noch Strom brauchen. Wir haben ein Wachstum, das Strom braucht, und wir haben Energieeffizienz, die dafür zuführt, dass wir weniger Strom brauchen. Und bisher war es so, eigentlich, dass Effizienz und Wachstum haben sich gerade so ungefähr die Waage gehalten. Ein bisschen ähnlich vorher, wie der Herr Knutti gesagt hat mit den Autos, mit der Entwicklung. Also wir haben zwar Bevölkerungswachstum gehabt, wir haben Wirtschaftswachstum gehabt, trotzdem ist der Stromverbrauch ungefähr konstant geblieben. Jetzt mit den Wärmepumpen und der Elektromobilität kommt jetzt tatsächlich noch mehr dazu. Gleichzeitig haben wir ja noch Atomkraftwerke, die abgestellt werden. Das heisst, es gibt da gewisse Lücken, einen gewissen Strombedarf, den wir irgendwie decken müssen. Und spannend ist da ein Interview, das ich gefunden habe von Christoph Brandt. Das ist der neue CEO von der Axpo. Und er sagt, am Schluss haben wir eine Diskrepanz, also eine Differenz zwischen Produktion und Verbrauch von rund 40 Terawattstunden im Jahr 2050. Also 40 Terawattstunden, das ist sehr, sehr eine grosse Menge Energie. Und er sagt, realistischerweise muss der grösste Beitrag in der Schweiz von der Photovoltaik kommen. Das hat mich sehr, sehr gefreut, weil die Axpo hat ja früher eine andere Haltung gehabt und hat mehr gefunden, Solarenergie, das ist für gar nichts. Und darum, es sieht man schon, es gibt da eine ganz neue Richtung. Das hat natürlich auch damit zu tun, wie sich Photovoltaik entwickelt hat in den letzten Jahren. Und darum da geschwind ein Ausblick, wie das aussieht global. Das ist die Stromproduktion weltweit von 1970 bis 2020. Und zwar habe ich hier aufgetragen Wasserkraft, Atomkraft und Wind und Solar zusammen. Also die neuen Erneuerbaren. Und was man hier sieht, ist in den 80er Jahren der Boom der Atomenergie, wo damals haben wir wahnsinnig viele Atomkraftwerke gebaut und darum immer mehr Energie produziert von Atomkraftwerken. Seit 2000 ist das so ein bisschen ungefähr konstant. Und Wind und Solar hat eine unglaubliche Dynamik. Also man kann sich jetzt das gerade vorstellen, wenn man das anschaut, in 1 bis 2 Jahren wird Wind und Solar weltweit mehr Energie produzieren
als Atomkraft. Und das wird noch wahnsinnig viel mehr zunehmen, also das ist zumindest Hoffnung, weil das ist eben durch die extrem gesunkenen, durch die extrem tiefen gesunkenen Kosten. Und das ist weltweit eine enorme Dynamik, die da stattfindet. Es gibt mir auch recht viel Hoffnung für die Ablösung zum Beispiel von Kohlekraft. Das ist ein Prozess, der längst stattfindet, und zwar nicht aufgrund von Subventionen von Staaten, sondern reine Ökonomie, einfach weil es günstiger geworden ist. Gut, zu der Schweiz. In der Schweiz sieht es ein bisschen anders aus, und zwar darum, weil wir können nicht wie in Abu Dhabi einfach ein gigantisches Feld überbauen und dort alles Solarzellen am Boden montieren mit ganz, ganz viel Sonne. Wir müssen Solarzellen auf unsere Dächer tun, weil wir haben den Platz nicht, respektive die Landwirtschaftsfläche brauchen wir für Landwirtschaft. Und darum ist es bei uns natürlich teurer, als wenn man das im globalen Süden macht. Aber wenn wir jetzt schauen, wie schnell das bei uns der Zubau ist, dann sehen wir, das Problem, das haben wir versucht aufzuzeigen, also das sehen wir, da, wir bauen ungefähr die 0,35 Terawattstunden pro Jahr zu. Das ist das, was jedes Jahr an neuer Kapazität von Solarenergie dazukommt. Und wenn man das ausrechnet, ja, wie lange geht es jetzt, bis wir die 40 Terawattstunden von vorher erreicht haben, dann geht es relativ lang. Es geht bis im Jahr 2127. Relativ klar, das ist zu lang, es muss darum deutlich schneller gehen. Wir haben verschiedene Ansätze, die wir jetzt machen können. Ich muss auf die Uhr schauen. Ja, ich gehe darum relativ schnell durch. Das ist grundsätzlich, kann ich es einfach machen und schnell, ich kürze das hier ab. Wir müssen massiv zubauen im Solarenergie. Wir haben darum Eigenstrompflicht in Neubauten vorgesehen im neuen Energiegesetz. Ein ganz wichtiger Teil ist, was die öffentliche Hand machen kann. Das heisst, dass wir haben hier ein Beispiel von einem Gebäude mit Fassadenphotovoltaik, oder? Also, wo auch Strom produziert an der Fassade. Und das sind, glaube ich, ein Haufen Schritte, die wir als Kanton und aber auch Gemeinden machen können, um vorauszugehen und ihre Gebäude umrüsten. Dann komme ich einfach zum Schluss. Und zwar möchte ich Sie noch auf diese Webseite hinweisen. Wir haben ganz neu als Gemeinde aktiv einen Unterteil auf unserer Webseite vom Kanton, wo wir eine Sammlung haben von einem Haufen Massnahmenblättern mit Themen, wo beschrieben ist, aber auch mit Ideen, was man machen kann, gerade auf Gemeindesebene. Und würde mich freuen, wenn Sie da nachher noch hineinschauen und vielleicht auch uns ein Feedback geben dazu. Dann wäre ich jetzt bei der letzten Seite. Da nochmal ein Link, die Webseite vom als Gemeinde aktiv auf die Webseite vom Kanton Zürich. Und damit ganz zum Schluss auch noch darauf hinweisen auf Übersicht Förderprogramme www.energiefranken.ch. Das ist die EKZ, die dort zusammengetragen hat, welche Förderungen das es alles gibt, weil das ist mittlerweile ein riesiger Dschungel an Förderungen, die man bekommen kann, und es gibt dort eine gute Übersicht für jede einzelne Gemeinde. Damit möchte ich schließen. Besten Dank. Ganz herzlichen Dank, Herr Neukomm, für die Ausführungen, interessanten Ausführungen zu den Leistungen vom Kanton und dem Programm, das der Kanton plant. Es wäre jetzt natürlich ganz interessant, den Aspekt, den Herr Knutti uns vorgestellt hat, den Aspekt, den Herr Neukomm uns vorgestellt hat, hier im Panel einfach weiter zu diskutieren. Aber das ist nicht die Idee vom Klimadialog. Die Idee vom Klimadialog ist, dass ein Dialog stattfindet, und der findet jetzt halt digital daheim statt, bei Ihnen. Gefordert sind alle, wir haben es gehört, der Bund und der Kanton. Wir müssen Gesetze anpassen, Massnahmen umsetzen und die Gemeinden müssen aktiv werden. Und im zweiten Teil vom Klimadialog finden jetzt 11 Online-Workshops statt zu Themen, die die konkrete Umsetzung von Klimaschutzmassnahmen auf der kommunalen Ebene betreffen. Die 11 Workshops, die werden von Fachleuten aus Gemeinden und kantonalen Fachstellen und von weiteren Expertinnen und Experten bestritten. Und in diesem Workshop geht es um sehr verschiedene Formen vom konkreten Klimaschutz. Es geht auch um Energie, es geht um Teilhabe, es geht um Mobilität, es geht um Ernährung und Konsum. Das sind die Themenbereiche, die wir in diesen Workshops abdecken. Und alle, die daheim jetzt hier zuschauen, in unserem Livestream, die sich angemeldet haben für den Klimadialog, die können jetzt kurz vor der Drüne dann ihren Link anklicken und werden dort eintreten in ihren Workshop. Dort wird sie eine Moderatorin oder einen Moderator empfohlen und Referentinnen und Referenten, und sie einladen, ein neues Thema kennenzulernen, ein Thema zu vertiefen, wo sie vielleicht schon daheim sind, und im Anschluss zu diskutieren. Die Workshops dauern bis am 4. Die sind auf eine Stunde begrenzt, und am Viertel ab 4. werden wir hier Erfahrungen teilen aus diesen Workshops, weil meine Gäste werden an Workshops teilnehmen, werden dann berichten aus diesen Workshops, und wir werden einige zusätzliche Stimmen auch noch hören, was in diesen Workshops passiert ist, und dann in den Schlussfolgerungen miteinander nochmal diskutieren,
Was sind zielführende nächste Schritte? Was wird man beachten? Und wie könnte so ein Dialog weitergeführt werden? Jetzt aber sind Sie gefragt daheim. Linken Sie sich ein. Und ich wünsche Ihnen eine sehr gute Arbeit in den Workshops. Wir sehen uns hier wieder am 15:45. Herzlichen Dank soweit. Herzlichen Dank auch an meine Gäste. Wir machen jetzt eine Workshop-Arbeit. Danke.